Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich bau die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er schwärmt und stirbt, weil er wärmt, wenn er zählt. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, das geht auch. Teil mit mir dein Frieden, wenn auch nur gebaut. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Es ist schon okay, es tut gleichmäßig weh. Es ist Sonnenzeit, ohne Plan, ohne Geleit. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergib. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, come on. La 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 la, ey. Es ist schon okay. Oh, alles auf dem Weg. Und der Mensch heißt Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft und weil er hofft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Weitsch und Matze mit Mensch. Ich fand diese ganze Performance geil und ich finde beide super wow. Spannend. Ich feiere dieses Battle sehr, weil die einfach so krass unterschiedlich sind. Absolut. Genau so ist es. Ich wollte genau das sehen. Ich wollte gucken, wie flexibel seid ihr in den Coachings? Was können wir draus machen? Und wie höre ich euch noch durch? Höre ich was raus? Und wer setzt sich durch? Drake, du stehst dann da und du bewegst dich so, wie sich Drake bewegen muss. Du singst zwar, du fehlst, aber du tanzt dabei. Du kannst es nicht aus deiner Haut und das ist gut. Das ist wirklich eine gute Eigenschaft. Also vielen Dank dafür. Und Matze, das war wirklich, dir steht die deutsche Sprache total, finde ich. Du schreibst deine eigenen Songs, bringst eigene Platten raus und das hört man auch, dass du dich noch wohler fühlst in der deutschen Sprache. Danke dir. Zu deiner Entscheidung kommen wir gleich. Wir haben ja viele deutsch singende Spezialisten hier. Sarah Connor, was sagst du zu dem Auftritt hier? Ich muss sagen, ich fand das ein sehr interessantes Battle. Drake, ich fand dich irgendwie anrührend. In deinen Augen sieht man irgendwie was ganz Sensibles in dich. Also ich habe das Gefühl, ich kann in deinem Gesicht lesen. Das ist erstmal was Schönes. Das ist erstmal schön, dass das so ist. Und dass das Leben dir das nicht genommen hat bisher. Und Matze, ich habe damals ja auch für dich gebuzzert und ich würde wahrscheinlich heute auch wieder für dich buzzern. Ich wäre jetzt tatsächlich gespannt, dich nochmal alleine zu hören. Von daher würde ich wahrscheinlich heute, wenn ich mich entscheiden müsste, mich für dich entscheiden, einfach um nochmal einen Moment zu haben, wo man dich wirklich alleine mal in deinem Element erlebt. Dankeschön. Tja, Herr Forster. Ja. Wie haben die beiden das gemacht? Ich finde sehr gut. Also ich fand
so wie Matze das gemacht hat, aus so einer Wahrheit heraus sich hinzustellen und zu versuchen, den Text zu verstehen, der ja irgendwie nicht eindeutig ist, sondern ein bisschen verklausuliert und poetisch. Das ist der naheliegende Ansatz und das verstehe ich und das hast du gut gemacht. Ich habe trotzdem mich gewundert, warum ich Dwight geiler fand, weil das so weit weg ist von mir. Also, ne, du hast zwar auch ein Käppi auf, so, aber ansonsten alles, was du machst... Marc, ja? Du weißt schon, dass das nicht dein Team ist. Ja, entschuldige bitte. Vielleicht können wir ja bei Marc auf zweifache Geschwindigkeit drücken. Also ich finde, Dwight, du hast es eigentlich ganz geil gemacht. Du hast mich erinnert an Dave Gahan von Depeche Mode irgendwie. Du hast deine Emotionen auch durch deinen Körper gezeigt und durch deine Stimme auch zusätzlich. Und ich will dir ein großes Kompliment aussprechen. Nice. Ich danke dir. Super. Ich wusste, es kommt zu diesem Battle. Ich wusste, es muss zu einer Entscheidung kommen. Und das ist wirklich in meinem Team die schwerste Entscheidung. Ja, das ist, fällt mir wirklich schwer. Das ist wirklich nicht schön gerade. Nichtsdestotrotz wird es gemacht jetzt. Ich versuche es noch ein bisschen zu begründen. Ich lasse jemanden weiterkommen, weil ich einfach gespannt bin, was in dieser Wundertüte noch ist. Und ich verabschiede mich von jemandem, weil ich weiß, er wird seinen Weg gehen, weil er ihn schon geht. Deshalb gehe ich heute mit Dwight weiter. Dwight, herzlichen Glückwunsch! Geh feiern und wir sehen uns in den Sing aufs Wieder, Alter. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Ist der Gewinner des Battles. Und Applaus für Matze! Dankeschön.